Ja, vielen Dank. Ich finde es jetzt leicht irritierend, hier im Konfetti aufzutreten. Sieht so ein bisschen aus, als hätte ein total verrückter Clown hingewichst. Ich wäre sehr, sehr gerne mit einem Messi zusammen oder mit einem Museumsbesitzer. Das ist ja eigentlich was sehr Ähnliches. Also ein Museumsbesitzer ist nichts anderes als ein wahnsinnig gut betuchter Messi. Also Messi ist jemand mit einer psychischen Störung, der irgendwie 2,5 Tonnen alte Plastiktüten zu Hause hat, weil man könnte sie ja irgendwann nochmal brauchen, vielleicht um Plastiktüten zu transportieren. Und der Museumsbesitzer, der hat so viel Geld, also der hat keine Plastiktüten, sondern vielleicht alte Gemälde oder alte kaputte Skulpturen. Und der kauft sich dann einfach ein Haus mit riesigen weißen Wänden, stellt die Sachen dorthin, dann kann man Eintritt zahlen und sich das angucken und dann ist es keine psychische Störung mehr, sondern Hochkultur, wenn man Eintritt zahlen kann. Und das Schöne ist eigentlich, wenn man sich vorstellt, stellen Sie sich mal vor, Sie sind mit einem Messi zusammen, er würde sich nie von Ihnen trennen. Und wenn man dann zusammenbleibt, dann kann man eine Familie gründen, dann kann man ein paar Kinder zeugen und dann hat man die Chance des Lebens, dann kann man sich so einen Sticker aufs Auto kleben, wo steht Colin on board, damit alle, die hinter einem fahren, wissen, dass man ungeschützten Verkehr hatte. Und ich denke mir immer, ob die Leute wirklich meinen, dass man dann langsamer fährt, weil ich bremse sicher nicht mehr, wenn ich so einen Sticker sehe. Ich werde erstens total aggressiv, wenn ich das lese. Und zweitens weiß ich jetzt ja, dass ich vorne bei einem Aufprall durch Collins weichen Kinderkörper gefedert würde. Aber ich glaube eh nicht, dass ich einen kennenlernen würde, der dann auch bereit wäre, seinen Konfetti über mir auszuschütten, weil ich sehr, sehr schlecht bin in sozialen Situationen. Also ich kann so soziale Merkmale immer nicht so gut erkennen. Zum Beispiel lese ich auch immer so Regeln, wie die Leute einen netter finden. Also man sagt so, ja, lächeln, dann mögen dich die Leute. Aber ich finde das einfach total widerlich. Also das Gebiss ist ja der einzige Teil des Skeletts, den man beim Menschen schon sieht, wenn er noch lebt. Also man sagt dann eigentlich so aus, so, guck, so sieht ein Teil von mir aus, wenn ich schon lange tot bin. Zu mir oder zu dir? Oder dann diese romantischen Gesten, die alle machen, die verstehe ich noch viel weniger, zum Beispiel Blumensträuße. Also wenn man jemandem einen Blumenstrauß schenkt, dann sagt man ja eigentlich so, guck mal, Schatz, also wenn sie besonders unkreativ sind, Schatz, ich habe dir von einem Profi eine ungerade Anzahl an wunderschönen Pflanzen töten lassen und ich hätte jetzt sehr, sehr gerne, dass du dir die in der Wohnung hinstellst, an einem Ort, wo du sie gut siehst, damit du ihnen dabei zusehen kannst, wie ihre Blüten langsam aber sicher verwelken, ihr Stängel anfängt schlaff zu werden und ihr Wasser unfassbar krass anfängt zu stinken. Weil, weißt du, Schatz, ich bin bereit, bei dir dasselbe zu tun. Ich bin bereit, dir dabei zuzusehen, wie deine Blüten verwelken, dein Stängel anfängt schlaff zu werden und dein Wasser unfassbar anfängt zu stinken. Weil das ist ja Liebe, wenn man sich bereit erklärt, dem anderen beim Zerfallsprozess zuzuschauen. Und das hat mich sehr, sehr lange gestört, dass ich so in sozialen Situationen immer das Falsche sage, dass ich immer viel zu sehr darüber nachdenke, was jetzt eigentlich auf einer Metaebene passiert. Aber mir ist dann klar geworden, dass man das auch einfach sehr positiv nutzen kann. Ich habe jetzt eine Methode entwickelt, das ist die verbale Verhütung. Das funktioniert immer, das können Sie probieren, wenn Sie schon Sex haben und dann trotzdem noch verhüten wollen, wenn Sie es merken, so mein Gott, mit dir mache ich sicher kein Kind. Dann gucken Sie dem Partner oder der Partnerin oder wenn Sie ganz krass drauf sind, hier ist ja Berlin, den Partnern ganz tief in die Augen, wenn es die Position erlaubt, ganz tief in die Augen, gucken Sie romantisch und sagen Sie was, was absolut akkurat aber ein bisschen zu analytisch ist. Zum Beispiel sowas wie, das war so ein bisschen Schweigen, der Lämmer-Style. Schatz, ist es nicht Wahnsinn, dass du gerade gemäß den Gesetzen der Genbiologie zu 50% Sex hast mit meinem Vater? Naja, aber jetzt muss ich mal wieder los. Ich kann ja hier keinen Messi finden. Ich gehe mal wieder ins Museum. Ich glaube, mein Wasser fängt schon langsam an zu stinken. Vielen Dank.